Wie fühlt es sich an, einmal im Jahr als Pforzheimer? Ja, am 23. Sache erledigt für Sie, ja? Gehen Sie die paar Meter weiter. Bitte, bitte lassen Sie mich in Ruhe. Nein! Die Richtung. Bitte lassen Sie mich in Ruhe zu meinen Sachen, ja, wirklich. Wenn Sie meinen Ausweis wollen, habe ich. Sie können auch. Okay, ich bleibe. Ich habe gerade drum gebeten, ob das okay ist, ja? Sie gehen keinen Meter weiter. Sie können bleiben wir bitte alle ruhig, bitte alle ruhig, ja? Warum lassen Sie mich. Keinen Meter weiter, okay. Ich werde hier nicht mehr durchgelassen. Es war ein verdammter Hinhalter, halt mich hier überhaupt in der 2 Meter durchzulassen. Somit habe ich nicht einmal einen Ausweis bei mir. Sie dürfen mich nachher festsetzen, wenn Sie irgendwas von mir wollen. Ich brauche meine Sachen. Bitte sagen Sie Ihre Leute, Sie sollen mich durchlassen. Das ist echt der Hammer. Das ist das Letzte, was man hier erlebt, aber echt das Allerletzte. Ich werde es nicht aufgeben. Ich will zu meinen Sachen. Bitte lassen Sie mich durch. Warum? Warum werde ich nicht durchgelassen zu meinen Sachen? Ich möchte vom Zugführer wirklich eine vernünftige Antwort. Bitte halten Sie. Ja. Nein, mache ich nicht. Fahren. Bitte lassen Sie mich los. Bitte, ich werde nicht überfahren. Ich bin hier. Ich werde nicht überfahren. Ich stehe hier neben Ihnen. Hallo, ich glaube, doch um Ihre Sicherheit. Bitte, ja, lassen Sie mich. Ich bleibe hier. Lassen Sie mich bitte los. Bitte lassen Sie mich los. Bitte, Sie tun mir weh, indem Sie mich ziehen und dann wollen Sie sagen Gesundheit. Nein, um Ihre Gesundheit. Was für eine Lüge. Sie haben mir gerade nicht geholfen, Sie haben mir wehgetan. Sie haben mich gerade gezogen und Sie haben mir gerade gezogen an meiner Tasche und wehgetan. Sie schnüren mir den Hals ab und erzählen mir hier etwas davon, dass Sie auf mich aufpassen wollen. Wollen Sie mich verarschen? Hören Sie sich selbst zu? Die Kamera, an die Kamera. Küssen wir uns gegenseitig. Ich finde es sehr beschämend, dass man mir wehtut und mir erzählen will, dass man auf mich aufpassen will. Mein Name ist Lubna Fora. Ich gehöre keiner Partei und keiner Organisation an. Und ich erlaube mir, Zivilcourage zu haben. Warum dürft ihr durch und ich nicht? Wir dürfen aber nicht rein. Okay. Habt ihr mir das nicht gesagt vorhin? Ich hätte die Entscheidung gehabt, da hinten zu bleiben. Das bedauere ich wirklich. Dass das so hinterhältig abläuft, bedauere ich wirklich sehr.